Was in einer Familie passiert, ist Vertrauenssache und geht niemandem anderen etwas an. Sich für seine Religion verstecken müssen. Noch im Wels der 60er Jahre an der Tagesordnung. Antisemitismus und Nazi-Ideologie alltäglich. Stimmt es eigentlich, dass ich ein Jude bin? Ach du meine Güte. Natürlich bist du ein jüdisches Mädchen. Das ist doch kein Grund, so einen Zirkus zu veranstalten. In dem Film Hannas schlafende Hunde wird das Leben eines Mädchens gezeigt, das mit Hilfe ihrer Großmutter seine jüdische Identität durchleuchtet. Jeder soll sein, was er ist. Die Grande Dame des deutschen Films, Hannelore Elsner, spielt darin Großmutter Ruth. Damit sie diese Rolle aber annimmt, brauchte es Überzeugungsarbeit. Weil das so eine düstere, schreckliche, spießige Geschichte ist. Naja, nein, der Film ist natürlich ganz toll, aber das Drehbuch hat mich so betrübt erstmal. Und ich dachte, mein Gott, da werde ich eine elende, unglückliche Zeit haben, weil ich gehe ja so tief in die Rollen rein. Und naja, die Geschichte ist nicht einfach. Gedreht wurde der Film an Originalschauplätzen in Wels, aber auch etwa in der Landeshauptstadt. Achtung bitte! Mit ihrer Figur hatte Hannelore Elsner auch am Set noch zu kämpfen. Diese Perücke und diese blinden Augen und überhaupt. Ich habe ja den Film zum ersten Mal gesehen, jetzt auf der Diagonale. Ist ja schon ganz toll dargestellt, diese bedrückende Atmosphäre, diese Spießigkeit, dieses Verstecken. Wenn wir uns aufeinander verlassen können, dann sind wir stark. Wenn wir aber nicht zusammenhalten und jeder tut, was er will, dann sind wir schwach. Die Oberösterreich-Premiere im Star-Movie Wels hat sich Hannelore Elsner nicht entgehen lassen. Viele Rollen hat die vielfach ausgezeichnete Aktrice schon gespielt. Und viele weitere sollen es noch werden. Wie, was heißt noch, bevor ich tot bin oder was? Ich meine, ich finde das so unfair. Ich habe allen Menschen verboten, das Wörtchen noch zu sagen. Was heißt, was ich noch spielen werde? Ich werde lauter tolle Frauen in meinem Alter spielen. Die gibt's nämlich noch. Und nicht nur im Film, sondern auch in Wirklichkeit. Und die Leute wollen sowas sehen. Stellen sich das mal vor. Sehen wollen viele auch den Film von Regisseur Andreas Gruber. Die Verfilmung des Romans von Elisabeth Escher schließt sozusagen an seinen Film Die Hasenjagd an. Das Interesse liegt nicht nur im persönlichen Bezug. Andreas Gruber ist selbst im Wels der 60er Jahre aufgewachsen. Die eine Sache ist immer die, dass mich Geschichten interessiert, die nicht erzählt werden, weil da frage ich immer, wieso werden diese Geschichten eigentlich nicht erzählt? Und deshalb ist es mir dann wichtig, darüber zu erzählen. Zweitens glaube ich, dass es über diesen ganz speziellen historischen Kontext schon eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Du musst was tun! Wie geht man dann miteinander um, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm gekracht hat? Wie lebt man wieder zusammen? Das sind alles Themen, die uns auch alltäglich beschäftigen. Das ist genau das, was dir am Katholischen so gefällt. Da kannst du schön leiden und die anderen sollen es gefälligst auch. Hannas schlafende Hunde behandelt ein Thema, das sonst nicht so oft in den Kinos zu sehen ist. Das Interesse scheint aber, vor allem auch wegen des regionalen Bezugs, ungebrochen. Natürlich ist das kein Hollywood-Blockbuster, der viele, viele Massen anzieht, aber wir merken eben durch das regionale Thema, wo die Geschichte in Wels unter anderem stattfindet, wir ein sehr großes Interesse haben von einem sehr ausgewählten Publikum und wir rechnen hier mit einem guten Erfolg des Films. Hannas schlafende Hunde ist aktuell in den Star-Movie-Kinos zu sehen. Mach das Fenster auf, so riecht Gerechtigkeit.